Hi, ja, schön, dass du hier jetzt reinguckst und dich interessierst für meine Beauty Revolution, für meine Art, Schönheit zu betrachten und ja, welche Alternativen es so gibt, natürlich älter zu werden, dass wir uns immer noch wohlfühlen in unserem Körper, auch wenn wir mehr Falten bekommen und Blessuren tragen von unserem Leben. Und ja, gerade in den letzten Wochen ist da für mich auch noch mal so ein Ruck passiert. Und davon möchte ich dir jetzt ein bisschen erzählen. Also als ich vor eben 8, 9 Jahren diesen Begriff Beauty Revolution aufbrachte, war ich ja erstmal ordentlich auf Zinne und ich wusste nur so, wie es mir jahrelang, jahrzehntelang eingetrichtert wurde. So dieses Schönheitsbild, das kann und möchte ich und will ich nicht bedienen. Und ich war ja zuerst einfach auf diesen Missioniertrip, dass ich die Menschen davon überzeugen wollte, dass sie nicht Botox nehmen sollen, dass sie sich nicht operieren dürfen und so weiter. Also war fast ein bisschen militant. Und naja, und dann habe ich natürlich meine Erfahrungen gemacht und bin immer mal auf Widerstand gestoßen und ich hatte eben auch nicht den Kundenzulauf, den ich mir gewünscht habe. Also am Ende war ich natürlich gegen etwas und da muss man ja selber erstmal so ein bisschen diese Dosis finden, wofür du eigentlich kämpfst. Weil dass wir schön sein möchten, also dass auch ich schön sein möchte und sexy und liebens- und begehrenswert, auch wenn ich jetzt älter werde, das steckt ja eigentlich dahinter. Und über die Jahre habe ich eben auch viele Coaches und Mentoren gehabt und einige sind da total positiv drauf eingegangen, haben gesagt, Beauty Revolution ist super. Und manche haben eben auch gesagt, nee, das ist zu kämpferisch. Energetisch sträubt sich da was in ihnen. Gut, und dann bin ich weitergegangen. Und so kamen immer so mehrere Häppchen, Puzzleteile, wie zum Beispiel das Thema Sinnlichkeit statt Perfektion. Weil ich ja mit den ätherischen Ölen arbeite, ist mir der Riechsinn natürlich, vor allen Dingen über den Riechsinn bin ich zu den anderen Sinnen gekommen. Und dann war es also auf jeden Fall, muss es diese Sinnlichkeit in sich haben. Auch der Nutzen, warum man überhaupt mit mir sich von mir begleiten lassen möchte oder ja mal zum Tanzen kommen möchte. Was ist denn der Nutzen? Das wird uns ja immer wieder, werden wir das gefragt. Ja, und für mich war das eben tatsächlich mehr, dass die Frau, dass der Mann sich mehr auf seine Sinnlichkeit, also auf sein Fühlen und auf seinen Ausdruck, alles, was er mit den Sinnen erfasst und wahrnimmt, dass das eigentlich das ausmacht, was Menschen anzieht. Ja, und dann bin ich eben weitergegangen und dann kamen die Good Vibes, wie Vibe geschrieben, weil ich eben schon das auch so, dieses Schönheitsthema betrifft uns Frauen natürlich noch etwas mehr als die Männer, obwohl ihr Männer natürlich auch gut aussehen möchtet. Aber diese Vibrations, also dass es eben ja darum geht, dass wir Schwingungen erzeugen, energetische Impulse, die im Körper kursieren, je nachdem, welche Gedanken wir haben, in welcher Stimmung wir sind, wie energiegeladen, wie vital kommen diese Frequenzen rüber, diese Vibrations, von denen wir sprechen. Und Good Vibes möchte ich natürlich rüberbringen und möchte ich in dir erzeugen. Und das ist allerdings sind eben alles so Sachen, was die Menschen vielleicht auch zwar verstanden haben, aber ich habe sie eben nicht so richtig abgeholt, ihnen den Nutzen zu erklären. Und vor ein paar Wochen hatte ich eben eine Anfrage für ein Gruppenevent in der Tanzschule. Am Sonntag habe ich ja eine Tanzschule in Hamburg-Eppendorf in einem schönen Hinterhof. Sehr besonders und ja, geborgen fühlt man sich da, finde ich.
Und dafür hatte ich eine Anfrage für eine Gruppe Frauen. Und die Frau sagte eben, wie soll ich denn das hier jetzt ankündigen, dass die Frauen in unserem Netzwerk auch kommen? Und dann hatte ich erstmal so diesen Begriff, ja, also tanz dich frei. Es geht ja ganz viel um Befreiung, auch bei der Beauty Revolution. Dieses Bild aus dem Korsett, mich zu befreien, das war ja so diese Energie und dieser Impuls damals, als ich vor 9 Jahren eben begann. Und ja, und dann überlegte ich so, ja gut, wir tanzen, es geht um Lebensfreude. Ich möchte natürlich dich nicht noch mehr in Kampf zwingen oder bringen, sondern es geht darum, dass du eben wieder diese Freude empfindest mit dir, dass du eben lebendig bist und ja, wir so viel mehr sind als nur diese glatte Fassade. Und dann kam mir eben das Lied Ich fühle mich Disco. Und das hat mir mein Ex-Mann mal vorgespielt und wir haben uns ganz, ganz viel darüber amüsiert, überhaupt über diesen Typen und wie arrogant er irgendwie ist und selbstbewusst. Und dieses Lied passt einfach super, auch zu mir, weil ich ja doch auch gerne, ja, mich manchmal einfach auch, ja, was hat eine Frau mal zu mir gesagt? Augenzwinkernd, selbstironisch. So hätte sie mich empfunden. Und das gehört eben zu dem Paket dazu. Also war dieses Disco-Feeling geboren. Das Disco-Feeling. Und witzigerweise haben mich eben auch diese Disco-Kugeln gerade in dem letzten halben Jahr immer mal wieder begleitet. Diese habe ich gesehen auf einem 60. Geburtstag von alten, ja, Freunden von mir. Und die musste ich mir unbedingt mitnehmen. Und auch wie ein Zufall das wollte, hatten wir mal zu einer Party so eine Kugel besorgt. Und diese Disco-Kugel, die begleitet mich seit diesem Event. Ich bin nach dem Workshop, also die fanden das ganz toll, das auch so zu nennen, war ich eine Woche später auf einem Business-Event in einer tollen Location, eigentlich mehr so businessmäßig, große Räume. Da war das Female Founders Festival. Und als ich dann kurz mal auf Toilette ging und die hinteren Räume sah, hing da oben über im Gang wieder diese Disco-Kugeln. Ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. In der einen Ecke waren sie alle schwarz und als ich wie weiterging, waren da diese silbernen. Ich dachte, wow, das ist ja enorm. Ja, und vor 2 Wochen habe ich, nee, das war diese Woche, bin ich auch wieder zu einem Business-Event gegangen. Und bin irgendwie in eine falsche Hinterhof gegangen. Und ich kam in diesen Hinterhof und wieder, was soll ich dir sagen, Disco-Kugeln. Und diese Straße ist witzigerweise, ja, habe ich sehr viel Erinnerung daran, weil da ein Nachtcafé war und eine Diskothek, wo ich als junge Frau immer hingegangen bin und getanzt habe. Also, fortan wirst du bei mir auf Social Media oder so werbe ich eben jetzt mit diesem Disco-Feeling. Und um dir eben auch noch mal so ein bisschen was darüber zu erzählen, ich habe ja, wie du das vielleicht auch hier schon mal gesehen hast, die 15-Sinne-Philosophie. Das ist mein Mandala, die 15-Sinne-Schönheitsphilosophie. Die Sinne, die trainiere ich ja mit dir, unter anderem mit ätherischen Ölen. Und worum es mir eben auch geht, ist, dass du deine Vielseitigkeit, deine Eigensinnlichkeit erforscht, entdeckst und dann eben auch zum Ausdruck bringst. Und so geht es mir eben auch, wenn wir jetzt zum Beispiel die ätherischen Öle nehmen. Es ist ja so, wenn du zum Beispiel die Zitrusfamilie nimmst,
die Zitrusnoten. Ich arbeite ja mit Young Living, die haben eben Zitrone, Grapefruit, Orange, Tangerine und Lemongrass. Wobei Lemongrass ist da ja ein bisschen außen vor, weil das ein Gras ist. Es ist keine Frucht in dem Sinne. Aber alle sind eben so zitrussig und riechen alle anders. Also ein Zitronenöl riecht anders als Grapefruit. Und Orange riecht anders als Grapefruit. Tangerine noch mal wieder ein bisschen anders. Diese feinen Nuancen. Um die geht es mir eben, die auch so in deinem Bewusstsein wach zu machen, wie fein wir justiert sind. Und das mache ich eben mit diesen 15 Sinnen. Und ich finde, das passt eben so auch toll mit meiner kleinen Disco-Kugel, wo es ja um diese vielen kleinen Facetten geht. Also, das ist hier ja nur eine ganz kleine Kugel. Aber wenn du dann eben auch mal bedenkst, was alles deine Persönlichkeit ausmacht. Also ja, ich habe ganz viel Sinn für Humor und ich mag auch gerne Glitzer. Und es war eine Weile so, dass ich mich nicht entscheiden konnte, bin ich eigentlich ein Naturvibe und versage mir Lippenstift und all den Kram, lauf nur ungeschminkt rum oder bin ich so eine Glitzertussi? Ja, die eben auch sich gerne schmückt und auch schöne Kleider anzieht. Seitdem ich kleines Mädchen bin, liebe ich es, mich zu verkleiden und Rollenspiele und meiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Genau. Und diese vielen kleinen Facetten, die wir haben, die machen uns eben auch so unverwechselbar. Und dann komme ich eben auch gleich zu diesem Thema. Ja, wo es eben auch um diese Wettbewerbsfähigkeit ist. Also das Thema Konkurrenz hat mich ja teilweise auch sehr beschäftigt als junge Frau, also wo es um Liebesbeziehungen ging, aber auch im Beruf und jetzt in der Selbstständigkeit auf Social Media. Ja, da wird man natürlich auch damit konfrontiert mit Neid oder Eifersucht oder ja, was hat die, was ich nicht habe. Und in dem Moment, wo du wirklich deine Facetten alle gut kennst und ja immer mehr Gewissheit kriegst, was alles an dir dran ist, desto mehr kannst du eben auch strahlen und desto sicherer wirst du dir. Ja. Und ich bin total geflasht gerade so von meinem eigenen Weg und wie sich das dann alles so entwickelt und wie sich eben auch mein Disco-Feeling, was ich schon früh hatte, weil ich es eben so eine Affinität zu Musik hatte, und das haben wir sicherlich alle, sofort auf die Tanzfläche und das zum Ausdruck bringen. Mein ganzen Liebeskummer oder Liebesgeschichten sind immer auch gekoppelt an Texte und auch an Locations, wo ich war, Männer kennenlernte. Und mich auch mal ausweinte, austanzen musste, wenn ich Kummer hatte. Und heute habe ich eben diesen Tanzraum. Heute gehe ich weniger in Diskotheken. Und ja, begleite Frauen, wieder dieses Disco-Feeling in sich wach zu machen. Ja, das war so die Geschichte. Und du kannst hier gerne kommentieren oder mich anschreiben, was dazu erzählen. Und vielleicht inspiriert dich das auch, dein Disco-Feeling wach zu machen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis dann.